Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Heute nur ein einziges Problem, aber das ist eins von der Sorte, die man so schnell nicht wieder vergisst. Der Siebenzüger aus dem Jahr 1957, das war eine Koproduktion von Herbert Grasemann und Addo Krämer. Grasemann, eine der zentralen Figuren der deutschen Problemschachszene im 20. Jahrhundert. Unter anderem hat er mit den beiden Bänden Schach ohne Partner die beiden wohl auflagenstärksten deutschsprachigen Bücher über Problemschach verfasst. Und auch Addo Krämer ist euch kein Unbekannter mehr, auch er einer der bedeutendsten deutschen Komponisten. Er hat gerade im Mehrzügerbereich einige echte Klassiker verfasst und zusammen mit Erich Zeppler das Buch Im Banne des Schachproblems geschrieben. Auch das ein Klassiker, soweit man bei Problemschachbüchern überhaupt von Klassikern sprechen kann. Herbert Grasemann und Addo Krämer haben immer wieder zusammen komponiert und wie diese Zusammenarbeit ausgesehen hat, dazu hat Grasemann mal Folgendes geschrieben, ich zitiere: Nach seiner Pensionierung kehrte Dr. Krämer nach Berlin zurück und wir bauten miteinander, meist per Telefon, an die 20 Aufgaben. Brett und Figuren brauchten wir nicht und wie rasch, sicher und elegant Addo selbst die kniffligsten konstruktionstechnischen Hindernisse überwand, werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Also sehen wir uns den Siebenzüger mal an, wobei ich natürlich nicht weiß, wie viele Telefone, Bretter und Figuren dabei im Spiel waren. Man sieht relativ schnell, dass da viele Figuren das Feld B8 beobachten und wir können ja mal ausprobieren, was passiert, wenn wir einfach alles auf diesem Feld abtauschen. Also, Turm B8 Schach, Turm schlägt B8, A schlägt B8 Dame Schach, Dame schlägt B8. Ja, und jetzt könnte die weiße Dame noch ein Schach auf A6 geben, aber das bringt natürlich nicht viel, dann kommt einfach Dame A7. Stellen wir uns jetzt mal vor, der schwarze Turm und die schwarze Dame würden die Plätze tauschen. Das wäre dann diese Stellung. Wenn wir jetzt dasselbe nochmal machen, Turm B8 Schach, Dame schlägt B8, A schlägt B8, Dame Schach, Turm schlägt B8, dann ist der Zug Dame A6 jetzt ein Matt. Wir würden also gern dafür sorgen, dass die beiden Schwerfiguren ihre Plätze tauschen oder zumindest in umgekehrter Reihenfolge da auf der achten Reihe stehen. Aber wie soll man das bewerkstelligen? Der Schlüssel ist Springer E8 und es droht natürlich Springer C7 Schach. Das kann Schwarz nicht zulassen. Auf jeden Fall muss er diesen Springer beseitigen. Er könnte das machen mit dem Turm E7, aber dann würde schon funktionieren, Turm B8 Schach, Turm schlägt B8, A schlägt B8 Dame, das kennen wir schon alles, Turm schlägt B8 und dann hätten wir das Matt mit der Dame auf A6. Zweite Möglichkeit, er könnte mit dem Turm C8 schlagen. Dann kommt aber Dame C7. Jetzt muss Schwarz den D-Bauern ziehen. Und dann folgt Dame C6 Schach. König schlägt A7. Turm A6 Schach. König B8. Und Turm A8 Matt. Auch das ist also nicht so gut. Am besten schlägt Schwarz den Springer mit seiner Dame und damit überschreitet die Dame das Feld F8. Wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist. Jetzt kommt Läufer D4 mit der Drohung Turm B8, Schach, Turm schlägt B8, das kennen wir alles. Und am Ende, wenn wir gespielt haben, Dame A6, Schach, dann kann zwar die schwarze Dame dazwischen ziehen, aber
Jetzt ist das Feld A7 ja auch vom Läufer angegriffen und wir können matt setzen. Was macht Schwarz? Der Läufer hat mit seinem Zug ja die C-Linie frei gemacht und jetzt kann Schwarz ein Schach geben. Turm C2 Schach. Der König kann sich nicht wirklich verstecken. Wenn er nach H3 ziehen würde, dann käme Springer F2 Schach und danach kommt er aus den Schachgeboten nicht mehr heraus. Deshalb spielt Weiß Läufer F2. Diesen Läufer muss Schwarz jetzt mit dem Turm schlagen. Turm schlägt F2 Schach. Jetzt kann der König nach H3, denn dem Springer ist das Feld F2 ja jetzt genommen. Und Schwarz muss sich beeilen, mit dem Turm wieder auf die 8. Reihe zu kommen. Turm F8. Und da sehen wir, das Ziel ist erreicht. Die beiden Schwerfiguren stehen in der umgekehrten Reihenfolge auf der 8. Reihe. Und jetzt geht natürlich Turm B8 Schach. Dame schlägt B8. A schlägt B8, Dame Schach. Turm schlägt B8. Und Dame A6 matt. Ein grandioses Stück. Und vielleicht fragt ihr euch auch, warum hat dieses Meisterwerk nur eine ehrende Erwähnung gekriegt und keinen Preis? Der Grund dafür ist, dieses Stück, das hatten Grasemann und Krämer 1950 veröffentlicht. Ich spiele euch die Lösung einfach mal im Schnelldurchgang vor. Springer E8, Dame schlägt E8, dann Turm C3. Der Turm wird mit Schach geschlagen. Läufer F3, der Turm schlägt auch den Läufer. König H2, der Läufer geht nach F8 und jetzt kommt das Finale, was wir ja schon gesehen haben. Die Neufassung 1957 spart gegenüber dieser Erstfassung 5 Steine ein, das ist eine Menge. Und auch der eigentliche Lenkungsmechanismus ist ein bisschen subtiler. Trotzdem, es ist eben kein wirklich neues Stück. Und so schrieb der Preisrichter in seiner Urteilsbegründung: An sich die weitaus beste aller Bewerbungen, aber die Idee kann ja nicht nochmals gewertet werden. Das ist der Cliffhanger von letzter Woche, ein Hilfsmatt in 3 Zügen. Die Lösung beginnt mit dem Schachgebot Springer C3. Der weiße König soll am Ende auf B2 stehen. Wenn er aber sofort dahin zieht, dann fehlt Weiß nach dem Zug Dame D1 ein Wartezug. Deshalb nach Springer C3 muss der König einen kleinen Umweg machen. Erstmal nach A1 und jetzt folgt Dame D1 Schach, König B2. Springer E2, Dame und Springer haben ihre Plätze getauscht und es folgt das Matt Springer F1. Das ist der neue Cliffhanger, ein Matt in 5. Kleiner Tipp, die Lösung hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Lösung unseres Siebenzügers. Auflösung natürlich nächste Woche. Außerdem stelle ich euch nächsten Freitag das unsterbliche Problem vor. Wenn euch das Video heute gefallen hat, wie immer freue ich mich über Likes, über Kommentare und über neue Abonnenten. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.